Heute gibt es für euch ein Video über die Flasche. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Ich erkläre euch heute, wie die ganzen Teile an einer Flasche heißen. Macht euch gerne die Untertitel an. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sprachen. Und wir legen los. Das ist eine Flasche. Sie ist aus Kunststoff. Ja. Es gibt sie noch aus Glas oder Metall oder aus anderen Materialien. Die Flasche ist grün und sie ist durchsichtig. Ich kann durchsehen. Das hier oben ist der Schraubverschluss. Ich kann ihn aufschrauben. Und das ist der Deckel. Schraubverschluss, Deckel. Und dann haben wir hier den Flaschenhals, Flaschenhals. Und das hier unten ist der Flaschenboden, der Flaschenboden. Dann haben wir hier ganz typisch für Deutschland das Pfandsymbol. Das haben die Flaschen immer, damit man sieht, dass dort Pfand drauf ist. Auf diesen Flaschen, das ist eine PET-Flasche, so heißen sie, PET-Flaschen, sind 25 Cent Pfand. Und auf den zum Beispiel Bierflaschen, auf den kleinen Glasflaschen sind 8 Cent Pfand. Wenn ihr einkauft und dort steht zum Beispiel am Etikett, dass diese Flasche 1 Euro kostet, zuzüglich Pfand, dann heißt das, ihr zahlt noch zusätzlich 25 Cent Pfand. Dann kostet diese Flasche nicht 1 Euro, sondern 1,25 Euro. Diese Flasche könnt ihr zurückgeben in einem Supermarkt zum Beispiel. Ihr packt sie in den Pfandautomaten rein. Der Automat sieht dieses Symbol, das Pfandsymbol hier, und sagt, 25 Cent bekommst du zurück. Und wenn ihr diese Flaschen nicht braucht, ihr seid zum Beispiel in der Stadt und sagt, ich brauche die gerade nicht, werft sie bitte nicht in den Müll, sondern stellt sie daneben. Es gibt nämlich Menschen in Deutschland, die haben sehr, sehr, sehr wenig Geld. Das sind auch sehr viele. Und die sammeln diese Flaschen auf der Straße. Genau. Also Flaschendeckel, Schraubverschluss, Flaschenhals, Flaschenboden. Sie ist aus Kunststoff. Sie hat Pfand. Und haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nö. Dann war es das auch schon wieder. Ach so, mit der Flasche kann man noch. Augenblick. Ich kann sie öffnen, aufschrauben. Kannst du sie bitte aufschrauben? Und ich kann damit Wasser eingießen oder einschenken. Kannst du mir bitte Wasser eingießen? Ja, gerne. Kannst du mir bitte Wasser einschenken? Das mache ich auch gerne. Gut, ich schraube sie wieder zu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und lernt fleißig weiter. Mua. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.